Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von O1 Aktuell. Ein Schmuckstück ist sie nicht gerade, die Nadorster Straße, dennoch aber hat die Straße Potenzial. Potenzial, das erkannt und gefördert werden soll. Im zentrumsnahen Bereich zwischen der Heiligengeiststraße und der Lambertistraße soll sie in den nächsten Jahren ein neues Gesicht bekommen. Wie das aussieht, dazu gleich mehr und das haben wir sonst noch für Sie. Grüner Wasserstoff, Minister zu Besuch in Elsfleth. Handwerkskammer, Ausbildung für Flüchtlinge und Asylbewerber. Tobacycle, das Sammelsystem für Zigarettenkippen. Tatort Osternburg, Radeln auf den Spuren des Verbrechens. Zusammen für Ofnadiek, ein Multimedia-Projekt mit Jugendlichen. Seit 2016 ist das Sanierungsgebiet Untere Nadorster Straße Bestandteil des Städtebauförderungsprogrammes des Landes Niedersachsen. Jetzt ist man bei der Umsetzung der Veränderung einen Schritt weiter. Zwei Büros aus Hannover gewannen mit einem Gemeinschaftsprojekt den Planungswettbewerb. Die Nadorster Straße ist eine der wichtigsten Oldenburger Hauptverkehrsadern. Nun soll sie in den nächsten Jahren im zentrumsnahen Bereich zwischen der Heiligengeiststraße und der Lambertistraße ein neues Gesicht bekommen. Daher hat die Stadt Oldenburg einen Planungswettbewerb für das Sanierungsgebiet Untere Nadorster Straße veranstaltet. Die Büros SAP-Ingenieure und NSP-Landschaftsarchitekten-Stadtplaner aus Hannover haben in einer Gemeinschaftsarbeit mit einem visionären Konzept den ersten Preis gewonnen. Franziska Schatzek von der NSP erklärt, was geplant ist. Also wir haben im Norden und im Süden eben das Thema, dass wir eine Fahrbahn haben und wir haben links und rechts jeweils eine Protected Bike Lane, um auch den Radverkehr hier sicher durch den Raum zu führen. In dem mittleren Raum läuft das Ganze dann zusammen. Das heißt, da wird aus den getrennten Bereichen wird ein zentraler Ort. Die Verkehrsteilnehmer, die begegnen sich dort auf Augenhöhe. Auch die Fahrradfahrer werden da auf die Fahrbahn geleitet, sodass wir hier einfach durch eine Kombination von Funktionen einen Ort schaffen, der natürlich auch mit dem Sicherheitsaspekt, mit einer Reduzierung von Geschwindigkeit einhergeht. Insgesamt waren im Anfang 2020 gestarteten Wettbewerb 4 Entwürfe für die zukünftige Gestaltung des 12,5 Hektar großen Sanierungsgebietes eingereicht worden. Dabei galt es, den von der Stadt Oldenburg beschlossenen Rahmenplan umzusetzen. Dieser sieht vor, die verkehrlichen Belange und die Aufenthaltsqualität für die Nutzerinnen und Nutzer im Gebiet zu verbessern. SAP-Geschäftsführer Dr. Ingenieur Christian Adams erläutert, was ihr Konzept auszeichnet. Einerseits das Funktionale, also dieser Transitbereich. Wir wollen da schon auch als Verkehrsteilnehmer durchkommen, aber wir wollen uns eben auch in diesem Raum aufhalten. Und wir wollen es schaffen, dass dort Fußgänger und Radfahrer gerne sich aufhalten und dass Radfahrer zum Beispiel auch gerne durch diesen Raum durchfahren und auch gut durchfahren können. Genauso muss das natürlich für eine Hauptverkehrsstraße auch weiter für den Kfz-Verkehr gehen. Aber es muss eben auch Spaß machen, in diesem Raum zu sich aufzuhalten und zu sein und zu verweilen. Der Siegerentwurf soll nun in verschiedenen Gremien erörtert und diskutiert werden. Die Planung und Umgestaltung der Nadorster Straße sollen in den kommenden Jahren vorangebracht werden. Auch Oberbürgermeister Jürgen Krogmann weiß um die große Bedeutung dieses Projekts. Die Untere Nadorster Straße hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr nachteilig entwickelt im Stadtgebiet. Die Nutzung an den Seiten, Einzelhandel, Gastronomie, das ist alles ein bisschen im Niedergang begriffen. Außerdem hat sich dort so eine Problembündel durch eine nahe Obdachloseneinrichtung und andere, eine nahe Drogenberatungsstelle. Dadurch haben sich viele soziale Probleme ergeben, die dazu geführt haben, dass dieser Stadt-Innenstadt-nahe Raum nicht mehr den Zweck erfüllt und nicht mehr den Wert hat, den er früher einmal hatte. Und da haben wir gesagt als Stadt Oldenburg, das ist ein Fall für ein Sanierungsgebiet. Ziel ist es schließlich, die Nadorster Straße innerhalb der nächsten Jahre so umzugestalten und aufzuwerten, dass sie als attraktives und identitätsstiftendes Stadtteilzentrum wahrgenommen wird. Auf seiner Sommerreise besuchte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann am gestrigen Donnerstag auch einen Standort der EWE in Elsfleth. Der Wirtschaftsminister schaute sich hier ein neues Projekt des Oldenburger Energiekonzerns an. In Hundorf produziert die EWE grünen Wasserstoff, eine Premiere im Nordwesten. Den Strom dafür liefert eine Photovoltaikanlage in der Nähe. Auf dem Gasspeichergelände in Hundorf wird heute neueste Wasserstofftechnologie gezeigt. In diesem Elektrolyseur wird grüner Wasserstoff aus einer Photovoltaikanlage produziert. Im Container nebenan wird der Treibstoff der Zukunft dann eingelagert und im nächsten Container befindet sich die Tankstelle. Eine vollkommen autarke Anlage, allerdings nur ausreichend für den Verbrauch von 5 bis 20 Fahrzeugen. Im großen Stil könnte Wasserstoff auch aus Windenergie hergestellt werden und hier im EWE-Kavernenspeicher 800 Meter tief in den Salzstock eingelagert, um dann ins Gasnetz eingespeist zu werden.
Für Stefan Dohler, Vorstandsvorsitzender der EWE AG, ist Wasserstoff der Treibstoff der Zukunft. Wir glauben, das Thema Wasserstoff ist sehr prädestiniert für den Nordwesten und damit für uns. Wir sind hier der Energieinfrastrukturbetreiber. Wir haben die Küste, wo wir zukünftig auch importieren können. Wir haben sehr viel erneuerbaren Strom aus Offshore und Onshore. Heute schon 90% im EWE-Gebiet. Im Rest von Deutschland sind wir bei 40%. Ja, wir haben große Speicher, wie hier, wo wir also in großen Speichern tatsächlich große Mengen auch von Wasserstoff einspeichern können, also eben diese Entkopplung von volatiler Winderzeugung zu dem Verbrauch hinbekommen. Das heißt, wir haben alle Voraussetzungen hier in unserem Gebiet und wollen zeigen, dass das hier der richtige Ort ist und wir der richtige Betreiber für diese Infrastruktur sind. Burkhard Oppmann ist Geschäftsführer von Faun aus Osterholz-Scharmbeck. Faun gehört zu den führenden Herstellern von Müllfahrzeugen und Kehrtechnik in Europa. Die Firma hat sich vorgenommen, bis 2030 alle Müllfahrzeuge ausschließlich mit Wasserstoff zu betreiben. Wir liefern ja 50% unserer Fertigung an die deutschen Kommunen. Und die deutschen Kommunen fahren alle ihren Restmüll in die Müllverbrennungsanlagen. Und es ist also überhaupt kein Problem, in einer Müllverbrennungsanlage eine Elektrolyse zu installieren, die Wasserstoff erzeugt, mit der Energie von dem Müllverbrennen. Und das heißt praktisch, wir machen dann eine Tankstelle auf dem Gelände der Müllverbrennungsanlage. Das heißt, der Müllwagen kommt, entleert den Müll und dann gleich wieder seinen eigenen Wasserstoff, den er gebracht hat, auf und somit haben wir einen geschlossenen Kreislauf, ohne CO2. Selbst aus dem Stop-and-Go der Fahrzeuge im Einsatz wird Energie gewonnen, wenn die Bremsenergie wieder der wasserstoffbetriebenen Brennstoffzelle zugeführt wird. Niedersachsens Wirtschaftsminister hat auf seiner Sommerreise in Hundorf Halt gemacht. Er spricht von Wasserstoff als Erdöl der Zukunft mit der Perspektive eines industriepolitischen Quantensprungs. Einerseits die Produktion von Wasserstoff, das Importgeschäft durch die Häfen, aber auch die Produktion der Anlagen werden Deutschland, insbesondere Niedersachsen, zum Wasserstoffland Nummer 1 machen. VW setzt allerdings weiter auf Batterietechnik. Wasserstoff in Kombination mit der Brennstoffzelle ist ja ein Teil der Elektromobilität. Insofern greift das ja durchaus ineinander. Der rein elektrische Antrieb, so wie ihn VW jetzt favorisiert, ist unzweifelhaft eine wichtige Entwicklung. Gerade in Ballungszentren für den Pkw-Bereich wird das vermutlich in den nächsten Jahren das entscheidende Modell sein. Was aber nicht ausschließt, dass in 10, 15 Jahren die Wasserstofftechnologie, Brennstoffzellentechnologie auch für Pkw, aber insbesondere für Lkw, für Nutzfahrzeuge oder für Schiffsantriebe oder für Luftfahrtantriebe, also auch in der Luftfahrtindustrie ein Thema letztendlich bieten wird. Von daher ist Wasserstoff mehrdimensional einsetzbar, multifunktionsfähig und bietet über Power-to-X-Lösungen eben von der Speicherung über die Weiterleitung, über Netze in den nächsten Jahren die entscheidende Grundlage dafür, dass wir Energiewende zu einem Gelingen bringen. Nutzfahrzeuge wie die von Faun, aber auch Züge, Busse und LKWs können umweltfreundlich durch Wasserstoff betrieben werden. Ein reiner Elektroantrieb wäre zu schwach. Doch die PKWs, die hier heute als Wasserstoffautos gezeigt werden, sind alle von Hyundai, dem Autohersteller aus Südkorea. Kurt Christoph von Knobelsdorf von NOW, der bundesregierungseigenen GmbH für Wasserstofftechnologie, fördert die Entwicklung. Im weltweiten Vergleich steht Deutschland sehr gut da. Minister Althusmann hat gerade völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass in Sachen Wasserstoff inzwischen sehr viele in den Startlöchern sind und dass da gerade weltweit sich enorm was tut. Gleichwohl hat Deutschland industriepolitisch da große Chancen, weil insbesondere bei der Technologie zur Erzeugung von grünem Wasserstoff sind wir durch die Entwicklungen der vergangenen Jahre und durch die Förderung der Bundesregierung nach wie vor eigentlich am aktuellen Rand des Geschehens. Es kommt jetzt eben darauf an, aus den praktisch zur Marktreife entwickelten Technologien jetzt einen Markt zu entwickeln, also zu hoch zu skalieren in Industrieproduktion. Und da haben wir Chancen und die müssen jetzt aber genutzt werden. Und der Hinweis von Herrn Althusmann, dass man jetzt auf die Tube drücken muss, weil andere sich eben auch tummeln, war völlig berechtigt. Was die Frage der Fahrzeuge angeht, ich halte die Strategie, um es ganz brutal deutlich zu sagen, insbesondere auch des großen niedersächsischen Herstellers, hier für gefährlich. Weil ich absolut sicher bin, dass Wasserstoffmobilität auch im Pkw weltweit auf dem Weltmarkt eine Rolle spielen wird. Und das Thema lassen die gerade unbeackert und ich halte das für industriepolitisch sehr, sehr riskant. Der Bund fördert das Projekt Highways for Future. Die IWE wird gemeinsam mit Partnern rund 90 Millionen Euro in einen Wasserstoff-Heimatmarkt investieren. Darüber wird zum Beispiel auch die Stadt Oldenburg mit Wasserstoffinfrastruktur ausgestattet.
Seit 2016 beteiligt sich die Handwerkskammer Oldenburg am Integrationsprojekt Handwerkliche Ausbildung für Flüchtlinge und Asylbewerber, kurz IHAFA, und das äußerst erfolgreich. Unter den zahllosen Auszubildenden war auch der Syrer Mohammed Juma, der jetzt 3 Jahre später seine Ausbildung erfolgreich abschloss. Um den erfolgreichen Ausbildungsabschluss von Mohammed Juma zu würdigen, hat die Handwerkskammer Oldenburg in ihren Kammersaal am Theaterwall eingeladen. Herr Juma ist im Sommer 2015 nach Deutschland gekommen und hat nun den Gesellenbrief erhalten. Zuerst konnte er wenig Deutsch, doch er wollte seit seiner Flucht aus Syrien einen Beruf lernen, um sich in Deutschland wohlzufühlen. Mohammed Juma erläutert die Gründe für seine Entscheidung, das Friseurhandwerk zu lernen. Ich habe mich für Friseur entschieden. Also ganz am Anfang dachte ich mir, das wäre vielleicht einfacher zu lernen. Aber nachdem ich mittendrin war, so, das war überhaupt nicht einfacher. Also das war genauso wie alles andere, was man macht. Und für mich war halt Friseur, also es ist mehr Kunst als Beruf. Also man kann drin also viel machen. Man kann kreativ sein, man kann also viel zu viel machen mit Haare. Diese Vielfalt ermöglichte ihm auch das IHAFA-Projekt der Handwerkskammer, welches Hussein Kerry, Integrationsberater der HWK, vorstellt. Der Name oder die Abkürzung IHAFA steht für Integrationsprojekt Handwerkliche Ausbildung für Flüchtlinge und Asylbewerber. Das heißt, genau übersetzt, wir versuchen, geflüchtete Menschen zu unterstützen, sich hier in dem Berufsleben also zu integrieren in Form von Ausbildung, Einstiegsqualifizierung, Praktika und Beschäftigung. Außerdem zeigt er sich erfreut über den Zustand des 2015 gestarteten Projekts. Das Projekt läuft bis Dezember 2022. Das ist eine sehr gute Zeit. Ich denke, das wird weiterlaufen oder zumindest ich sehe mich immer weiter in dieser Arbeit, die mir auch sehr viel Spaß macht. Also ich kann nur sagen, das läuft gut. Viele Leute sind in Ausbildung, viele Leute haben das ihre Ausbildung geschafft. Heute haben wir auch erfahren und ich kann so sagen, vor einer Stunde waren das 18, das sind jetzt 22. Die ihre Ausbildung 2016, 2017 angefangen, jetzt sind das 22 Leute, die abgeschlossen haben. Das ist sehr schön. Besondere Unterstützung brauchen Geflüchtete beim Lernen der deutschen Sprache. Dazu Mohammed Juma am Beispiel seiner Ausbildung. Die Schwierigkeit war die Sprache erstmal, aber indem man halt den Kontakt mit den Kunden hat, da konnte man sich verbessern immer. Das war so, was schwierig für mich war, also dass man, ich habe schon manchmal Schule alles gemacht habe und musste nochmal alles machen. Es waren Sachen, die ich früher gemacht habe, die musste von vorne, aber der Unterschied war, dass man halt die auf andere Sprache machen muss. Hussein Kerry war mit IHAFA immer als Ansprechpartner dabei und erzählt von der Begleitung durch das Projekt bei Mohammed Juma. Das reicht von Kompetenzchecks bis zu Vermittlungen an Betriebe. Nach anfänglichem Zögern profitieren die Betriebe und das Integrationsprojekt beidseitig von der Zusammenarbeit. Konkrete Hilfe war halt mit ihm, also erstmal einen Betrieb zu finden. Mohammed braucht Sprachkurs, um seine Sprache zu verbessern, damit er super gut durch die Ausbildung geht. Also haben wir auch sozusagen mit anderen Netzwerkpartnern Sprachkurs, einen richtigen Sprachkurs für ihn gefunden. Wir haben den Betrieb überzeugt, dass Mohammed nicht nur im Betrieb ist, sondern im Betrieb und die andere Zeit im Sprachkurs. Und das fand der Betrieb am Anfang nicht so, aber das ging und danach waren alle begeistert. Mohammed Juma hat jetzt nach dem erfolgreichen Ausbildungsabschluss noch weitere Pläne. Also ich habe mich schon in der Meisterschule eingemeldet. Ich werde ab 10.8. schon anfangen. Bis 11. Dezember, dann werde ich halt fertig. Und danach, also ich weiß noch nicht, was ich machen werde. Also erstmal meinen Meister schaffen und dann gucken wir. Zigarettenkippen, die einfach mal so auf die Straße geworfen werden, verursachen einen immensen Schaden in der Umwelt. Weltweit fallen jährlich etwa 4.300 Milliarden Zigarettenkippen an, 80% davon landen in der Umwelt. Und bereits ein kleiner Regen genügt, um die enthaltenen Giftstoffe auszuwaschen und in das Grundwasser zu leiten. Tobacycle, ein Sammelsystem für Zigarettenkippen, soll helfen. Da fliegen sie, 4.000 bis 6.000 Giftstoffe, jedes Mal, wenn eine Kippe unachtsam weggeschnipst wird. Kommen die Kippen mit Wasser in Berührung, gelangen diese Giftstoffe ins Grundwasser und können zum Teil nicht mal in Kläranlagen wieder herausgefiltert werden.
Der Kölner Verein Tubacycle geht das Problem an und hat ein Recycling-System entwickelt. Mario Marella ist Chairman des Tubacycle-Vereins in Köln. Die Idee zu dem System kam dem Raucher vor 3 Jahren im Rahmen eines Selbstversuchs. Seitdem hat er, wie er selbst sagt, eine Lebensaufgabe. Ja, also das Sammelsystem war das Ergebnis einer zweijährigen Konzeptarbeit. Und weil ich mich eben auf die Spur gemacht habe mit der Fragestellung, wie schaffe ich es oder wie schafft es etwas, Zigarettenkippen aus der Umwelt zu verbannen. Und dabei ist dieses Sammelsystem entstanden. Und zwar so einfach wie möglich umzusetzen, dass man an jedem Point of Smoke, also jede Raucherstelle, seine Zigarettenkippen trocken und separat sammeln kann. Und das Instrument, was am meisten eben unterstützt, ist der Taschenaschenbecher, der es eigentlich dann für jeden Raucher klar macht, den habe ich immer dabei und es ist vollkommen egal, ob ein Aschenbecher in der Nähe ist. Aus den Kippen sollen im Recyclingverfahren neue Produkte entstehen, die wiederum das Sammelsystem des Vereins unterstützen. Mario Marella erklärt, wie das System funktioniert. Als Raucher bekommt man von uns ein Sammelsystem. Dieses Sammelsystem besteht aus mobilen Taschenaschern, 5 Stück an der Zahl. Man bekommt dafür 2 Sammeleimer, a 10 Liter. Das ist unser Tobik-Sammeleimer, der auch recycelt wurde. Und die Aschenbecher sowieso, die mobilen. Und dann zahlt man 25 Euro Jahresbeitrag. Bekommt die Sachen dann in einem Mehrwegkarton zugesendet und hat am Ende der Sammelperiode, also bestenfalls nach einem Jahr, wo man dann wieder das Sammelsystem für den neuen Beitrag bekommt, dann auch wieder mit einem Rücklabel an uns zurücksenden kann. Und da ist das Porto bereits auch inklusive. Das Tubacycle-System wird bereits auf Norderney und in Norddeich eingesetzt. Hier engagiert sich der Verein Perpetuum Mobility dafür, die Umwelt von Zigarettenkippen freizuhalten. Sie sind Stützpunktpartner von Tubacycle. Elisa Bodenstab ist Vorstandsvorsitzende des Vereins und erläutert die Vereinsziele. Genau, so ganz grob sind unsere Themen Zero Waste und Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Also was wir versuchen, den Leuten so ein bisschen mehr an die Hand zu geben, das sind die Fakten dahinter und trefft darauf basierend eure eigenen Entscheidungen. Also nicht mit dieser Mentalität, das und das und das dürft ihr nicht, sondern Anreize schaffen für einen gesünderen Umgang mit der Umwelt. Die Vorstandsvorsitzende stieß zufällig auf den Verein Tubacycle. Zigarettenkippen waren ja schon sehr breit in den Medien vertreten. Man hat immer wieder gesehen, überall liegen sie so rum. Und irgendwann hat man dann ja auch verstanden, was so hinter so einem kleinen Stummelchen steckt. Und ich habe mich dann einfach versucht zu informieren, was es da so auf europäischer Ebene gibt. Habe dann auch was gefunden aus England, die auch so einen Walaschenbecher hatten. Habe mir aber gedacht, okay, irgendwie ist das auch nicht super nachhaltig, wenn der dann ganz nach Deutschland importiert werden müsste. Und dann durch Kooperation mit den Wattwelten auf Norderney sind wir auf Tubacycle gekommen. Und als wir dann gesehen haben, was sie da machen und dass die nicht nur diesen Walaschenbecher haben, sondern ein komplettes System drumherum, das halt wirklich auch dafür sorgt, dass die Zigaretten ordentlich entsorgt und auch recycelt werden, da waren wir natürlich sofort begeistert. Dagmar Flügge engagiert sich mit Perpetuum Mobility seit einiger Zeit für das Thema und möchte noch mehr Unterstützer für das Projekt gewinnen. Das Thema ist sehr, sehr gut angekommen. Die ersten Resonanzen, die wir hier gehört haben, zeigen uns, dass auch andere Städte hier bzw. Gemeinden in Ostfriesland uns unterstützen. Das heißt, also wir haben ja hier in Norddeich den Start gemacht. Norderney ist ein weiterer Stützpunkt schon von Tubacycle. Und jetzt wollen wir die Küste lang natürlich in beide Richtungen gehen. Und dort hat man uns eben schon signalisiert, dass es Interesse gibt. Aber auch die hiesige Hotellerie und Gastronomie möchte das Projekt unterstützen. Die Dr. Becker Reha-Klinik in Norddeich nutzt das System seit März. Bernd Hamann, Verwaltungsdirektor der Klinik, ist von der bisherigen Nutzung überzeugt. Wir haben das System im März etabliert bei uns in der Klinik. Es ist mittlerweile Bestandteil auch unserer Nachhaltigkeitsprogramms. Wir binden das in der Patientenbegrüßung ein und sensibilisieren die Patienten, die Kippen eben nicht in die Umwelt zu schmeißen oder in die Hecke, sondern in die dafür vorgesehenen Aschenbecher. Und es kommt sehr gut an. Wir haben noch wenig Müll und wenig Zigarettenkippen neben den Aschenbechern liegen. Die meisten sind tatsächlich in den Aschenbechern. Nähere Informationen zu den Vereinen Tubacycle und Perpetuum Mobility erhalten Sie auch im Internet. Radeln auf den Spuren des Verbrechens. Für die Stadtteilradtour Tatort Osternburg gibt es jetzt im August noch offene Termine. Die Tour führt zusammen mit Stadtführerin Christine Krahl zu Schauplätzen von Gaunereien, Mord und Totschlag in Osternburg. Christine Krahls aktuelle Tour geht durch ihren Stadtteil. Gaunereien, Mord und Totschlag in Osternburg. Christine Krahl ist Stadtführerin und das Stadtmuseum hatte sie angefragt, etwas zu diesem Thema zu machen. Wir stehen vor der Stedinger Straße Nummer 33. Hier war einst ein Tatort. Das ist allerdings schon lange her, 1894.
Damals hieß die Straße noch Langenweg. Die Oldenburger Glashütte wurde einst, um bessere Arbeitsbedingungen zu erreichen, bestreikt. Einige der Streikenden hielten sich in Beckers Etablissement, dem heutigen Alhambra, auf. Die Glashütte war derweil am Produzieren. Die Produktion in der Glashütte wurde aufrechterhalten durch Streikbrecher. Als die Feierabend hatten, wollten die Streikenden ihnen eine Abreibung verpassen. Und dann sind 8 Personen den Streikbrechern gefolgt, trafen hier vor dem heutigen Haus Nummer 33 aufeinander. Da wurden nicht viel Worte gemacht. Der Glasbläser Karl Ohlendorf bekam einen über den Kopf und ging sofort zu Boden. Die anderen liefen davon, aber dem armen Karl Ohlendorf hat man wirklich übel mitgespielt. Denn plötzlich hatte der Glasbläser Hermann Bull auch noch ein Messer. Und die Messerstiche führten schließlich dazu, dass Karl Ohlendorf einige Tage später im evangelischen Krankenhaus verstarb. Hermann Bull erhielt 4 Jahre Zuchthaus für seine Tat. Und das Ereignis führte dazu, dass in Osternburg die Polizeipräsenz erhöht wurde, die Glashütte Arbeitskräfte aus Süddeutschland anwarb und der Betrieb wieder seine volle Produktion aufnahm. Die nächste Station, der neue Osternburger Friedhof. Hier liegen 4 derjenigen, die in den letzten Kriegstagen zu Tode kamen. An der Ecke Bremer Straße-Kloppenburger Straße wurden sogenannte Wehrkraftzersetzer gehängt. Sie wurden von einem 3-köpfigen SS-Standgericht verurteilt. Einer davon war der 24-jährige Albert Bauer, wie später die Kriegsgräberfürsorge herausfand. Keiner der Verurteilten kam davon. Also neben anderen, die wahrscheinlich verstrickt waren, die aber auch nie belangt wurden, geht es da im Wesentlichen um Ludwig Thielebeule, ein SS-Mann, der aufgrund seiner Statur, er muss sehr groß und auch breit gewesen sein, von einigen Zeugen als der Todesschütze an der Kloppenburger Straße bezeichnet wurde. Todesschütze deshalb, das macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn jemand erhängt wird, dass wohl bei einem Soldaten der Strick gerissen war und wahrscheinlich wollte er sich davon machen und ist mit einem Genickschuss dann getötet worden. Der Täter Ludwig Thielebeule wurde später wegen eines anderen Mordes verurteilt. Allerdings relativ milde erzählt Christine Krahl. Sein Richter Werner Hülle war einer derjenigen aus dem Standgericht der SS. Er machte dann in der jungen Bundesrepublik Karriere als Präsident des Oberlandesgerichts. Das Bahndammgelände Krusenbusch. Auf dem ehemaligen Güter- und Verschiebebahnhof wurde 1981 ein besonders trauriger Fund gemacht. Das Gelände war damals schon stillgelegt, als der 4-jährige Markus Kern erdrosselt aufgefunden wurde. Markus Kern wohnte mit seiner Familie, Mutter und Stiefvater, in Bümmerstede und wurde auch von seiner Mutter wahrscheinlich Richtung Kindergarten gebracht oder so, auf dem Fahrrad entlang der Bahnhofsallee. Und die Mutter meldet das Kind am Abend eines Augusttages 81 als vermisst. An dem gleichen Abend wird auch noch gesucht. Aber erst am nächsten Tag mit Spürhunden der Polizei und Hubschraubern findet man dann das Kind, und zwar erdrosselt mit einer Nylonstrumpfhose. In dieser Strumpfhose befinden sich Gräser, die hier auch in der Umgebung zu finden sind, sodass man darauf schließt, dass der Fundort auch der Ort des Todes ist. Und man findet an dieser Strumpfhose aber auch Fusseln vom Wohnzimmerteppich, wo Markus Kern gelebt hat. Dadurch gerät die Mutter ins Visier der Ermittlungen. Bis heute wurde die Tat niemandem nachgewiesen. Die Mutter mit ihrem neuen Mann ist längst weggezogen. Als vor wenigen Jahren der Fall erneut aufgerollt wurde, ergab sich nichts Neues, außer dass die Strumpfhose, die Tatwaffe aus der Asservatenkammer, verschwunden ist. Christine Krahl hat noch einige weitere grausige Geschichten über Osternburg auf Lager. Ihre Stadttour dauert etwa 2,5 Stunden und ist in der Touristinfo am Lappern zu buchen. Für viele gilt Ofnadiek als eine der schönsten Stadtteile Oldenburgs. Mit der attraktiven Stadtrandlage, der Nähe zur Natur, gibt es dort alles, was das Herz begehrt. Oder etwa doch nicht? Wie sehen Jugendliche ihren Stadtteil? Was fehlt hier? Die Frage stellt sich der Bürgerverein Ofnadiek in Kooperation mit Oldenburg 1. Wir haben uns die Aufgabe gestellt, auch Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren die Möglichkeit zu geben, etwas mal über ihren Stadtteil Ofnadiek zu erzählen. Diesmal konkret mit Hilfe ihrer Medien, die sie benutzen. Sie sollen einfach erzählen, was gefällt ihnen so gut an
Ofener Diek, oder was gefällt Ihnen nicht? Was bewegt Sie, bestimmte Orte aufzusuchen? Was hindert Sie, vielleicht den einen oder anderen Ort zu meiden? Was könnten Sie sich vorstellen, wäre optimal für Sie oder gut für Sie, um hier besser noch leben zu können, als Sie es jetzt schon tun? Ob ihr in Ofener Diek wohnt oder diesen Stadtteil regelmäßig in Freizeitaktivitäten einbringt, in diesem Falle sind alle Jugendliche willkommen, oder? Nein, das können alle sein. Alle, die sich in Ofener Diek wohlfühlen, die auch gerne Ofener Diek aufsuchen, um hier etwas Freizeit, Spaß oder auch zu lernen mit ihren Freundinnen und Freunden. Also es richtet sich ganz klar an alle Jugendlichen im Alter von 12 bis 18 Jahren. Und unser Ziel ist es einfach, mehr zu erfahren, was die Jugendlichen wirklich wollen. Was bewegt sie, um danach dies auch in irgendeiner Form, sei es mit ihren Medien, zu sehen und zu entscheiden, ja, wie können wir die Jugendlichen helfen, das, was sie bewegt, was ihnen vielleicht nicht so gefällt, doch noch umzusetzen. Wenn Jugendliche in Ofener Diek sich also Veränderungen an ihrem Stadtteil wünschen, wollen wir mit dem Projekt Zusammen für Ofener Diek das Bewusstsein für den Bürgerverein Ofener Diek schärfen. Seid ihr also circa zwischen 12 und 20 Jahre alt und möchtet an dem Projekt teilnehmen, indem ihr vor der Kamera steht, uns eure liebsten Plätze in Ofener Diek zeigt und euch von uns interviewen lasst? Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Und das war es dann auch schon wieder mit O1 aktuell für heute. Bevor wir uns dann gleich in die Sommerpause verabschieden, noch eben ein Blick auf das Wetter am Wochenende. Bedeckt und windig war es heute. Nach 19 Grad geht das Thermometer in der Nacht auf 15 Grad zurück. Der Samstag zeigt sich dann ebenfalls bedeckt. 22 Grad sind es am Tag, 17 in der Nacht. Am Sonntag kommt dann auch die Sonne wieder zum Vorschein. 23 Grad sind es am Tag, 16 in der Nacht. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit der Tobias Lenz Show. Welchen interessanten Gast Tobias Lenz heute im Studio hat, fragen wir ihn am besten selber. Ja, guten Abend. Ich habe hier heute Abend bei mir Gretchen zu Gast. Gretchen aus Goethes Faust. Das wird sicherlich eine spannende Unterhaltung, also bleiben Sie dran. Das wird wie gewohnt spannend. Vielen Dank, Tobias. Das war es von uns. Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss. Willkommen zur Tobias Lenz Show. Wir sind die Tobias Lenz Show Band. Begrüßt mit uns unseren Gastgeber Tobias Lenz. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Sie ist eine der berühmtesten Theaterfiguren aller Zeiten und vielen von uns schon seit der Schulzeit bekannt. Am 7. März hatte ihre Geschichte Goethes Faust Premiere am Oldenburgischen Staatstheater. Doch dann wurden alle weiteren Vorstellungen wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Ich freue mich wirklich außerordentlich, dass sie heute Abend hier ist, Gretchen. Hallo. Gretchen, die Corona-Krise hat unser aller Leben ja stark eingeschränkt und tut das noch immer. Wie geht es dir zurzeit? Meine Ruhe ist hin. Mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Ja, verstehe. Fehlt dir der Kontakt zu anderen Menschen? Ich komme gar wenig unter Leute. Ach so. Nun ist aber bekannt geworden, dass du seit kurzem Kontakt zu dem berühmten Dr. Faust hast.
Faust ist unter anderem Mediziner, ist Virologe. Ihm wird große Kompetenz nachgesagt. Leider hat er sich vor kurzem völlig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Du hast nun Kontakt zu ihm. Sag, ist Faust auf der Suche nach einem Impfstoff? Was meint der Herr damit? Naja, ein Impfstoff. Oder entwickelt er vielleicht ein Medikament? Wie? Gut, ich will mal konkreter werden. Uns liegen Aufnahmen vor, die zeigen, dass du von Heinrich Faust ein Kästchen erhalten hast. Wir schauen da mal rein. Wie kommt das schöne Kästchen hier herein? Ich schloss doch ganz gewiss den Schrein. Es ist doch wunderbar. Was mag wohl drin sein? Gretchen, was war dort drin? Eine Arznei? Oder testet Dr. Faust vielleicht einen Impfstoff an dir? Ach nein, das geht jetzt noch nicht an. Nein, noch nicht? Ach, nee. Schade. Aber gibt es vielleicht andere Forschungsergebnisse, zu denen ihr gelangt seid? Gibt es zum Beispiel neue Erkenntnisse zur Übertragung der Krankheit? Es ist so schwül. So dumpfichi. Mhm. Und ist doch eben so warm nicht raus. Ja, verstehe. Ja, das legen ja auch andere Forschungen nahe, dass geschlossene Räume eben ein Risikofaktor sind. Eine letzte Frage habe ich noch an dich, Gretchen. Dr. Faust gilt ja als sehr eigen. Wie ist es mit ihm, im Team zu arbeiten? Beschämt nur stehe ich vor ihm da. Und sag zu allen Sachen, ja. Gretchen, deine Bescheidenheit ehrt dich, aber das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich weiß zu gut, dass solch erfahrenen Mann mein armes Gespräch nicht unterhalten kann. Aber Gretchen, ein Blick von dir, ein Wort, mehr unterhält als alle Weisheit dieser Welt. Du bist so schön, so sitt- und tugendreich und etwas schnippisch doch zugleich. Mein schönes Fräulein, darf ich wagen, meinen Arm und Geleit dir anzutragen? Bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleitet nach Hause gehen. Gut, schade. Ich. Ja, das war's auch schon wieder von uns, meine Damen und Herren. Gretchen, ich danke dir sehr herzlich, dass du bei uns warst. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss. All the single ladies, 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 all the single ladies. Now put your hands up. Whoa, oh, 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 o